1928 nimmt eine der ersten Standseilbahnen der Schweiz für rein touristische Zwecke ihren Betrieb auf. Oberhalb von St. Moritz im Engadin erschließt sie die Corvilia in 2500 Metern Höhe. Im Sommer wie im Winter entwickelt sich der Berg zu einem beliebten Aussichtsgipfel. Auch für Skifahrer entwickelt sich die Standseilbahn damit zu einem Anziehungspunkt. Nachdem 1934 in Davos der erste Schlepplift der Schweiz durch Ernst Gunstam eröffnet werden kann, zögert man in St. Moritz nicht lange und erstellt seinerseits einen solchen Lift südlich von der Corvilia zwischen Soufrette und Randolins als zusätzliche Beschäftigungsanlage. Zwei Jahre später folgt die zweite Sektion von Randolins bis auf den St. Moritzer Berg in 2660 Metern Höhe. Im Laufe der Jahre werden beide Sektionen immer wieder umgebaut und erneuert, um den gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Komfort und Kapazität zu entsprechen. Ab 1972 wird die zweite Sektion durch einen neuen Lift im Bereich Foothills ergänzt. Schnell stellt sich die Trassierung aber als suboptimal heraus, sodass der Lift 7 Jahre später versetzt und verlängert wird. Als Paradieslift doppelt er weitestgehend die bestehende zweite Sektion zum Munta San Murezza. 1994 werden schließlich beide Lifte durch eine neue Sesselbahn ersetzt, die annähernd der Trasse des Paradieslifts folgt. Konstrukteur ist die Südtiroler Firma Leitner, die hier ihre erste solche Anlage im Engadin erstellen kann. Charakteristisch für die damalige Zeit sind die gelben Haubensessel aus Sterzing, gepaart mit den schlichten Kompaktstationen im Tunnelröhrendesign. Auffällig sind auch die beiden Hebel für das Schließen und Verriegeln der Hauben an jedem Sessel. Mit 1500 Personen pro Stunde ist die Förderleistung der Anlage eher moderat bemessen. Sie reicht aber vollkommen aus, um den abgelegensten Sektor des Skigebiets Corvilia und die 500 Höhenmeter Abfahrt im Bereich Randolins komfortabel zu bedienen. Im selben Jahr kann Leitner neben der Bahn in Randolins aber auch noch eine zweite baugleiche Anlage an der Corvilia eröffnen. Wenn auch an ganz anderer Stelle des Skigebiets. Die kuppelbare Sesselbahn kommt an der Fuorcla Grischa zum Stehen, hoch oberhalb von Celerina. Sie ersetzt auf gleicher Trasse einen Schlepplift von Habegger in einem abgelegenen Hochtal. 1967 wird dieser Lift eröffnet, um einerseits die sanften Hänge am Lei de la Pêche zu erschließen, andererseits aber vor allem auch, um eine gut fahrbare Skiroute vom Gipfel des Pitznaya zurück ins Tal zu ermöglichen. Dieser Gipfel wurde bereits ein Jahrzehnt zuvor durch eine Luftseilbahn erschlossen. Mit 220 Metern Höhendifferenz und einer Länge von etwas über einem Kilometer entwickelt sich der Schlepplift in knapp 3000 Metern Höhe zu einem beliebten Ziel. Nur über die Luftseilbahn erreichbar, ist die Förderleistung von 800 Personen pro Stunde völlig ausreichend. Als aber 1988 die Fuorcla Grischa auch von der Nordseite durch eine Sesselbahn erschlossen wird, besteht plötzlich ein zweiter Zugang zum Lei de la Pêche. Fortan ist der Gipfel damit nämlich auch direkt von Celerina und den restlichen Bereichen des Skigebiets an der Corvilia erreichbar. Das bringt auch den Schlepplift an seine Grenzen. Und so kommt es letztlich dazu, dass die Firma Leitner auch hier mit dem Bau einer kuppelbaren Vierersesselbahn beauftragt wird. Auch die Sesselbahn am Lei de la Pêche ist kein Rekordhalter. Mit einer Förderleistung von 1500 Personen pro Stunde und einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 4,5 Metern in der Sekunde ist sie aber eine zweckmäßige Aufstiegshilfe an dem auch im Hochwinter sonnigen Hang. Und sowohl als Rückbringer vom Pitznaya ins restliche Skigebiet als auch als Zubringer zu den beliebten Abfahrten an der Fuorcla Grischa und durch das Waldschlattein kommt sie ihrer Aufgabe nach über 2 Jahrzehnten immer noch bestens nach.